Ari. Du. Du schläfst du schon? Nein. Jetzt nicht mehr, Hase. Hase. Ein Scheiß hast du geschlafen, tu nicht so. Ich war zumindest knapp davor. Ja, knapp davor ist auch daneben. Knapp vorbei heißt das. Ich weiß. Ich kann nicht schlafen. Doch, Liebling, bitte. Du probierst's ja nicht. Woher willst du das wissen? Schau, ich mach doch alles, was man machen muss. Ich lieg im Bett, hab meine Augen zu und wart. Mehr und kann denkst man dabei nicht. So laut, dass ich es bis zu mir herhöre. Du liegst im gleichen Bett wie ich in Löffelstellung hinter mir. So leise kann man gar nicht denken, dass man das nicht hört. Entschuldigung. Willst Sex? Nein, schlafen, Harald. Ich auch. Mir geht's gerade nicht so gut. Alle lassen mich allein. Die ganze Crew. Immer wenn man sie braucht, sind sie nicht da. Jetzt hätte ich gerne jemanden bei mir. Fuck! Wo sind denn die Ärsche? Den wärmenden Körper einer sozialen Skulptur in meiner Nähe wissen. Niemand ist da. Warum ist es nicht normal, dass wer da ist? Alle verlassen mich, alle sind weg. Die Menschen, sie rinnen mir wie Wasser durch die Finger. Und was bleibt zurück? Die Einsamkeit, das Ich-Sein. Ein Vakuum, ein leerer Raum. Ich bin ein mir Entschwindender. Was bin ich? Ein Sog? Agi. Ein Sog ins Nichts? Mein Sog. Mein Sögchen, mein Zuckersögchen. Mein Vakuümchen, mein süßes Nichts. Oh. Also eher so schade, wenn du da nicht mehr da sein wirst. Was täte ich nur? Allein mit diesem ganzen Geld, das du mir vererben wirst, im Anwesen der Macht, den Annehmlichkeiten. Ich könnte den ganzen Reichtum richtig genießen. Ah, das fiele mir schwer. Ja, mein Liebling, das wäre schwer für uns. Das stimmt. Agi. Und mir geht's gerade nicht so gut. Du, mein Herzkatheter der Liebe. Oh, du, meine Blisterpackung der Wonne. Jeder von uns kann derjenige sein, der früher davonscheidet. Doch unsere Liebe, die hält uns für immer beieinander. Wir beide. Aber wenn es dann doch einmal so sein sollte, dass einer von uns vor dem anderen stirbt, ja, dann wird es für den anderen hart. Ja, das stimmt, mein Täubchen. Aber mir geht's gerade nicht so gut. Also ich habe beschlossen, wenn einer von uns beiden stirbt, dann mache ich endlich meine Weltreise. Fuck. Ich sterbe. Echt? Ja. Fuck. Ja, fuck.